Willkommen zurück, ich bin's Kira. Zu einer weiteren Folge Let's Play Zelda Ocarina of Time. Du wirst das doch nicht weitererzählen, oder? Doch. Also, das hätte ich von dir nicht gedacht. Du wirst das doch nicht weitererzählen. Okay. Dies ist die Legende. Triforce vereint die Kraft der drei Göttinnen. Sie verbargen es an einem Ort in Hyrule. Denn das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in den Händen hält. Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldenen Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Ich liebe diese Geschichte, ich habe sie schon zigmal gehört. Würden Wünsche eines Menschen mit niedrigen Gesinnungen erfüllen? So verschlänge das Böse die Welt. Auch wie kurz sich daher errichtete den Weisen, die Zitadelle der Zeiten des Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Die Zitadelle der Zeiten ist unser Welt, der Zugang zum Heiligen Reich. Auch dieser Zugang ist versiegelt. Durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Das heißt, man braucht die drei heiligen Steine, um Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königin von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraute, verstanden? Wenn ich jetzt Nein mache, meinst du jetzt, dass ich nochmal über ja. Großartig. Ich frage mich eigentlich sowieso, finde ich sinnlos, dass ihr sowas fragt, wenn man sowieso das Richtige beantworten müsst. Das ist sinnlos. Das habe ich die ganze Zeit vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster geschaut und hast da jemand Nacktes gesehen. Eines der Elemente aus meinem Traum, die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Nein. Bitte, wenn du dich nicht beeilst, wird er fort sein. Ich meine, ich dachte, hier Deutschland ist ein freies Land, ein freies, demokratisches Land, ja. Und dann sowas. Siehst du den Mann dort, den mit dem bösen Blick? Das ist Ganondorf. Ja, ich sag nicht Ganondorf, sondern Ganondorf. Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen. Doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllen, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reiches abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, musste Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Kira, wir sind die Einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Ich glaube kein Wort. Oh. Bitte glaub mir, meine Prophezeiungen waren niemals falsch. Bitte. Ja. Ich danke dir. Ich habe große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meinen Kräften schützen. Niemand soll sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch, nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Ja. Okay. Ach ja, zeige ich euch noch was weiter. Total witzig. Ich glaube, so hier.
Leute? Nein, die anderen Leute. Das Leute. Bowser. Finde ich total geil. Warte. Ach, hier. Da Leute, Bowser. Und Mario und sowas. Total geil gemacht. Ich muss schon sagen. Gleich vorstellen, Spitz zittert. Ich bin Impa, Überlebende der Chica. Meine Aufgabe ist, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es sie, Prinzessin, prophezeit hat. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lernen, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königin von ihrer Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. Ja, das war Zeldas Wegen für verdächtig mysteriöse Kräfte. Du hast Zeldas Wegen wieder erlernt. Wenn du dich die Soldaten noch findest, bekommst du Ärger. Lass mich dich das untersuchen. Jeroes Gate. Okay, du tapferer Junge, wir müssen Hyrule vor der Drohnenattacke von Apokalypse bewahren. Deine Augen gehen offen. Dies ist der Todesberg. Das Reich der Geronnen. Sie hüt in den heiligen Stern des Feuers. Am Fuße des Todesberges wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Schloss zum Berg aufbrichst, sollst du dich mit einigen Nummern behalten. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte, die nur Angehörige deiner Familie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit weithin dass die königliche Mission unterwegs ist. Geh nur, die Prinzessin und ich warten auf dich. Die heiligen Sterne schlossen, täusche uns nicht. Magie! Wie ein echter Ninja, wie bei einer Route. Boah. Go, it's a Kung Fu Fighting. Na, 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 na. Ja. Ja. Mit unseren 7 Jahren haben wir natürlich nichts Besseres zu tun. Wir haben keine Freunde, keine Freundin, sind Single und müssen jetzt schon unsere Knochen kaputt machen. Weil irgend so eine Arschgranate namens Gunnenberuf meint, die Welt jetzt unbedingt beherrschen. Obwohl ich gerade erst mal 7 Jahre alt bin. Ich hätte den später kommen können. Eine wunderschöne Stadt. Kakariko. Alles sehr ruhig, viele Dorfbewohner. Alle sehr nett und freundlich. Und wir gehen jetzt zu dem Friedhof. Wollt ihr mal wissen, was hier mit Ihnen attackiert? Tschak, 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 das heißt. Ende meuer Leben. Ey Leute, ich hab nur 3 Herzen. Wie bin ich denn? Das ist Wahnsinn. Sarah Dingens aus dem Dschungelcamp, die hätte hier schon voll die Kretze gekriegt. Nein, aber ich nicht voll. Ja. Oh nein, ich muss an den Vergewaltigern vorbei. Nein. Hallo, hübsches Fräulein. Ha. Na, was geht? Gibt es gleich. Brrrr. Yeah, dreh dich um, nicht selbst. Komm, wir tanzen, Baby. Yeah. Die Hühner sind böse. Eindeutig.
Hier machen wir auch schon einen Cut. Bis zum nächsten Mal.